Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, man hört es nicht allzu sehr, aber ich bin derbe krank geworden. Deswegen kam letzte Woche auch kein Video. I'm sorry. Ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendjemanden interessiert. Aber auf jeden Fall, deswegen kam kein Video letzte Woche. Beziehungsweise erst richtig spät. Normalerweise kommt ja immer sonntags das Video, aber ich habe es echt nicht gepackt. Dann kam auch noch Corona dazwischen und es war einfach sehr viel. Aber wir haben es heute den 21.10. Es ist 11.46 Uhr gerade. Und ich bin jetzt gerade von der Arbeit gekommen. Ich hatte eine 7 Uhr Schicht und ich dachte, ich nehme euch heute einfach den Tag mal ein bisschen mit, weil ich habe nämlich jetzt Online-Vorlesungen. Dann muss ich noch mein Zimmer wieder aufräumen. Dann muss ich eigentlich meinen Schrank aufbauen, meinen neuen. Und abends geht's dann noch ins Gym, Stairmaster hitten. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich euch heute mal ein bisschen mit. Morgen habe ich wieder Uni und deswegen, wir müssen auch noch ein paar Sachen machen. Ich muss noch ein Projekt vorstellen, weil ich muss morgen einen Elevator Pitch über eine App halten, die wir uns überlegt haben, eine Mental Health App. Und da muss ich den Elevator Pitch machen morgen. Deswegen, das müssen wir auch noch vorbereiten. Aber ich würde mal sagen, düsen wir einfach los nach Hause. Ich habe jetzt noch eine Dreiviertelstunde, bis es losgeht. Und wenn dir am Ende das Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du dem Video einen Like geben würdest und meinen Kanal abonnierst. Das würde mir mega weiterhelfen. Und du kannst auch auf meinen anderen Social-Media-Kanälen vorbeischauen. Und dann würde ich sagen, let's go! Es ist jetzt mittlerweile 12. Wir hängen so fett in der Suppe drin, dass selbst meine Scheibenwischer angegangen sind. Ich habe meinen Schlüssel im Auto vergessen, also den ganzen Weg jetzt wieder zurück. Nice. Dann hat auch schon meine Online-Vorlesung begonnen. Ich hatte heute Marketing and Sales, eine Vorlesung komplett auf Englisch und der Prof hat nach 5 Minuten erst gecheckt, dass er noch auf Deutsch geredet hat. Und es hat ihm obvious auch niemand gesagt, weil lieber auf Deutsch als auf Englisch. Aber auf jeden Fall haben wir über Marktpräsenz und Marktverteilungen geredet, war halt ultra langweilig. Und wenn man dann nicht vor Ort ist, ist das irgendwie nochmal weniger Anreiz zuzuhören. Ich habe dann auch nebenher noch ein bisschen was für YouTube und andere Sachen gemacht. Es ist jetzt 13:04 Uhr. Wir haben... Ich vertraue dem Ganzen mal nicht. Ich weiß nicht wieso, aber ich vertraue dem nicht, wenn da steht, man ist gemutet. So wie zum Beispiel er jetzt. Er ist nicht gemutet. Ah, jetzt. Auf jeden Fall, wir haben jetzt 25 Minuten Pause. Ich werde mir jetzt irgendwas zu essen holen. Wir haben jetzt ein bisschen was aufgeschrieben. Zwischendrin hat mein Computer gemeint, er müsste sich irgendwie neu starten. Deswegen habe ich kurz was nicht mitbekommen und auf einmal steht ultra viel da. Und Problem ist, der Professor hat auf jeden Fall eine nicht allzu leserliche Schrift. Deswegen ist es jetzt ein bisschen schwierig. Ich muss ein bisschen entziffern, was da steht. Muss das auch nochmal neu schreiben, weil ich habe das viel zu klein gemacht, weil ich nicht dachte, dass da so viel drumherum kommt. Aber ja, wie gesagt, jetzt noch 25 Minuten Pause und deswegen hole ich mir was zu essen und dann geht's weiter. In der Pause habe ich dann Lukas Reaktion auf Seven vs. Wild angeschaut, wo Sandra mitgemacht hat. Habe dann auch noch ein bisschen an meinem Kanal rumgebastelt und dann ging es tatsächlich auch schon voll schnell wieder weiter. Und er hat so viel geredet. Ich weiß nicht, worüber er komplett die ganze Zeit geredet hat, aber wir haben dann auch so ein Video über Business Model Canvas angeschaut und mussten dann auch eigentlich noch eine Gruppenarbeit machen. Wir müssen jetzt eigentlich noch eine Gruppenarbeit machen, aber ich bin irgendwie in seinem Outlook nicht dran, weil er packt das alles in so ein
Shared Ordner mit rein. Ja, und ich war in der ersten Stunde nicht da, weil ich Corona hatte und deswegen habe ich den QR-Code nicht bekommen, wo ich mich einschreiben kann. Und das ist ein bisschen kacke, tatsächlich. Deswegen muss ich bis nächste Woche warten und ihn fragen, ob ich den Einschreibe-Code nochmal bekomme. Auf jeden Fall kann ich das jetzt halt nicht machen, weil ich kann diesen... Wir müssen irgendwas über Business Model Canvas lesen und ich habe das Dokument nicht. Deswegen werde ich mich jetzt, glaube ich, nochmal kurz hinlegen. Es ist jetzt 13.48 Uhr. Vorlesung geht, wie gesagt, eigentlich noch eine Stunde. Ich frage dann einfach nachher eine Freundin, was sie noch gemacht haben. Aber auf jeden Fall lege ich mich, glaube ich, nochmal hin, weil heute Morgen um 7 Uhr schon auf der Arbeit sein hat mich echt auseinandergenommen. Da müssen wir mein Zimmer aufräumen, weil das ist ein Mess. Ich muss das erstmal alles so runterschmeißen, damit ich mich ins Bett legen kann. Aber das ist so ein Mess, wirklich. Das ist katastrophal. Deswegen, das müssen wir dann noch fixen und vor allen Dingen auch das, was hier liegt. Plus eigentlich auch das hier oben und mein Teddy chillt auch einfach da. Ja, aber das fixen wir nachher, wenn ich ein bisschen geschlafen habe und meine Augen ausgeruht habe, weil seit der Arbeit sie brennen, einfach durchgehen und jetzt die ganze Zeit auf den Laptop schauen war auch nicht so gut. Deswegen, ja, lege ich mich hin und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe gerade legit 2 Stunden geschlafen. Wie lange wollte ich schlafen? 45 Minuten maximal. Es ist jetzt 16.30 Uhr. Und wir machen uns jetzt endlich ans Aufräumen vom Zimmer ran. Ich habe dann auch erstmal mein Bett gemacht und meine Klamotten alle wieder zusammengelegt. Wer mein Clean With Me Video gesehen hat, der kennt mittlerweile mein Mess in meinem Zimmer. Es wird auch jede Woche gefühlt schlimmer und ich könnte halt legit einfach jeden Tag mein Zimmer aufräumen, weil ich zu faul bin und weil ich tatsächlich aber auch zwischendrin einfach nicht dazukomme und nicht die Kraft habe, mein Zimmer aufzuräumen. Deswegen war das sehr gut, dass wir das heute in Angriff genommen haben. Meine Klamotten gemacht. Auf meinem Bett liegen jetzt nur noch meine Gym-Klamotten, die ich nachher anziehe. Ich habe hier wieder ein paar Klamotten aufgehängt. Wie gesagt, die Kommode kommt weg und da kommt ein Schrank hin. Ja, während das natürlich wieder Fernando Ramirez liebe. Einfach liebe. Ich gucke auch immer wieder ihre alten Videos, aber egal. Sie muss einfach, während man aufräumt. Und ich muss jetzt noch ein bisschen meinen Schreibtisch aufräumen. Und dann schaue ich mal, dass ich das Regal, was wegkommt, aussortiere oder zumindest den oberen Part wegmache. Weil das kann man, soweit ich weiß, irgendwie auseinanderbauen. Und genau, dass ich vielleicht meine wichtigen Ordner dann oben auf das Regal über meinem Schreibtisch packe. Und ich muss irgendwie vorankommen. Ich weiß nicht, ob ich das alles in dem Vlog noch zeige. Oder ob ich ein eigenes Room Transformation Video mache. Ich weiß es noch nicht. Aber auf jeden Fall muss ich mich da jetzt irgendwie ranschmeißen und das irgendwie auseinandersortieren, was wichtig ist und was nicht so wichtig ist. Ich habe dann auch mit meinem Schreibtisch angefangen, mit der untersten Schublade, wo gefühlt alles drin ist. Eigentlich war das mal so eine Self-Care- und Elektronik-Schublade, die es dann am Ende tatsächlich auch wieder geworden ist, nachdem es aufgeräumt war. Aber ich habe da allen möglichen Krimskrams gefunden.
dann ging es zu meiner Stifte- und Schreibutensilien-Schublade ganz oben. Die habe ich auch einigermaßen wieder ordentlich bekommen und habe da auch realisiert, dass ich viel zu viele Stifte besitze für eine Person, die eigentlich nur noch auf dem iPad arbeitet. Das wäre perfekt, wenn das da noch irgendwo reinpassen würde, was es aber leider nicht tut. Das ist das Problem. Ich hoffe, ich kann das irgendwie fixen. By the way, diese kleinen Dinger habe ich einfach von Ikea, glaube ich. Okay, hold on, sie passen doch rein. Das andere nur ein bisschen umsortieren. Und ich muss unbedingt meine Stifte durchtesten, weil ich weiß nicht, welche Stifte davon überhaupt noch funktionieren und einfach bei mir da drin liegen und welche komplett leer sind. Aber ein so ein Ding frei. Ich weiß noch nicht, wofür ich das nutzen kann. Ah, dieser Locher ist auch einfach viel zu groß und eigentlich benutze ich gefühlt fast keine Locher mehr, aber tue ich den jetzt einfach da rein. Okay. Wie gesagt, den Rest muss ich eh durchtesten, was davon noch funktioniert und was nicht. Aber, ich habe tatsächlich eine mini kleine Nagelfeile gefunden. Die ist super, super gut zu mitnehmen. Außerdem mit Kappe drauf, dass es nicht alles einfach zerstört. Und ich habe meine Ideal of Sweden Handyhülle gefunden. Und ich will die eigentlich wieder dran haben. Das Problem ist, dass ich in meinem Handy hinten drin alles an Ausweisen und Karten immer mit dabei habe. Dass ich nicht meinen Cardholder immer mitschleppen muss. Deswegen, ich schau mal. Vielleicht mache ich die tatsächlich mal wieder dran. Ich habe ultra wieder den Husten bekommen und deswegen habe ich Jim jetzt beiseite geschoben, weil da ist Gesundheit dann doch ein bisschen wichtiger als Cardio. Ich habe mir jetzt einen Tee gemacht, Orange-Zimt, glaube ich. Ja, Orange-Zimt. Auf jeden Fall habe ich da Fett noch Honig mit reingemacht, weil das irgendwie das Einzige ist, was mir hilft, meinen Hals frei zu bekommen. Ich habe mir jetzt auch noch... Chicken. Hab den Namen schon wieder vergessen. Auf jeden Fall habe ich Bulgur mit Hühnchen in so einer indischen Soße. Probiere ich jetzt auch auf jeden Fall. Hab meine Mom von der Arbeit mitgebracht. Und ich habe mir meine Nägel jetzt lackiert. In dem einen Nagellackton, den ich in meinem Schreibtisch gefunden habe. Actually sollten da keine Nagellacke sein, aber... Meine unterste Schublade ist so ein bisschen Self-Care und elektronisches Zeugsel. Und das war von letztem Jahr aus dem Adventskalender, glaube ich. Oder aus der normalen Kollektion, weiß ich nicht. Auf jeden Fall von Essence, die Nummer 81, Call Me Rusty. Ist auch so ein richtig schönes Weinrot. Und ich habe einfach den perfekt matching Lippenstift dazu. Ja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, Gesundheit geht davor und ich will morgen mit einer Freundin ins Gym, weil sie jetzt endlich mit ihrer Gympause aufgehört hat und wieder geht. Und deswegen dachte ich mir, hebe ich mir lieber das für morgen auf, anstatt dass ich dann morgen einfach komplett tot bin. Das wollen wir nicht. Deswegen, ja, lasse ich jetzt den Abend noch ausklinken. Schaue ja jetzt noch während dem Essen irgendeine Serie auf dem iPad und dann werde ich mich auch schon abschminken und Bett fertig machen, weil morgen muss ich wieder um 7 Uhr aufstehen und ja.
jetzt noch fleißig am Video schneiden. Ich hoffe, es lädt endlich. Sieht aber so aus. Auf jeden Fall würde ich dann tatsächlich das Video auch schon an der Stelle beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, dann würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und wie gesagt, du kannst auch gerne auf meinen anderen Social Media Kanälen vorbeischauen. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns das nächste Mal.